Mein Name ist Britta Maria Sorge. Ich wohne in Baldereck in der Gemeinde Glowe. Bin seit 1980 auf Rügen und seit 1985 auf diesem Hof. Die Wendezeit haben wir als Paar beide aktiv erlebt. Mein Mann war vorher schon im neuen Forum vor der direkten Wende und ich war damals auch noch recht aktiv. Ich war im demokratischen Aufbruch, den es ja dann nicht allzu lange gab. Unsere mitbesten Freunde leben in Leipzig und lebten in Leipzig und dadurch waren wir ziemlich nah dran an dem Geschehen, was dort stattfand. Und darum wussten wir darüber Bescheid und darum war es uns auch peinlich, mit einer A-Nummer in den Süden der Republik zu fahren. Das war ja die damalige Autonummer und da musste man sich schon mal sagen lassen, ihr kriegt kein Benzin bei uns, weil wir von den Roten oben waren, weil wir eine A-Nummer am Auto hatten, weil ja hier alles so spät kam. Als die schon längst und lange auf die Straßen gingen, war ja hier alles noch so geduldig und zufrieden. Ist doch alles im Nachhinein logisch zu erklären durch die Fehl- oder Nichtinformation. Und wir kamen ja nun mal aus Westmecklenburg, wo wir immer nur Westfernsehen und Westradio hatten. Das war dann schon ein Unterschied, nach Rügen zu kommen. Deshalb sind wir auch so schwer warm geworden hier. Also ich finde, die Wende hat Rügen total bereichert, weil so viele bunte Menschen hergezogen sind, unter denen wir ja auch Freunde haben. Das hat das Leben nochmal so richtig in Schwung gebracht und schön gemacht.